We made it! Nach 2 Tagen Reise endlich angekommen. Wir werden jetzt von unserem ersten Airbnb-Host abgeholt. Wir treffen uns in einem Restaurant. Need the transport for around, take around okay. In Bali, yeah. Call me. Wir haben hier so ein kleines Café gefunden. Das heißt Englisch. Schmeckt? Ja. Und was hast du? Auch Jackfruit. Mit Barbecue. Avocado, glaube ich, ist auch noch drin. Ganz lecker. Sweet Potato Veggies und ich habe eine Hummus Bowl. Uns hat das Essen sehr gut geschmeckt. Waren auch gute Portionen und nicht zu teuer. Und jetzt wollen wir weiter einen Supermarkt finden und ein paar, ich gucke die ganze Zeit dahin, und ein paar Sachen kaufen für das Airbnb, ein paar Snacks und ein paar Getränke. Wir sind jetzt im Supermarkt. Dragonfruit. Dann haben sie die schönen Getränke. Vielen Dank. Red Bull mit Dings in Glasform. Original Lime and Apple. Ich glaube, das probiere ich. Green Sense. Okay. Sounds good. Ich weiß nicht, ob ich mir was so ein Vitamin-Dings holen soll. Mein Hals ist leicht angeschlagen. Für 8000 kann man nicht meckern, ne? Du wolltest eine kleine Milch? Ich brauche eine Milch, genau, für meinen Kaffee. Diamond Milk. 4700 Rupien. Also dann gibt es Lemon, Angur, Apfel, Jambu, Melone. Strawberry und Melone. Dann haben wir hier Rasagiru. Ja, welche sollen wir das? Das hier mitnehmen? Was war Melone? Melone, Apfel. Okay. Cool. Hier gibt es auch noch Plastikstrohhalme. Auf jeden Fall ist das kein typischer, ja, so eine Supermarktkette, sondern etwas Kleines, Privates. Auch coole Fächer. Okay, dann nehmen wir einmal Cheese. Und irgendwas von diesen Tic Tacs möchte ich probieren. Ich weiß zwar nicht, mit was für einem... Ah, das ist mit Paprika. Algen? Kuh? Soll das Milch sein? Und Salz, original. Wir nehmen, glaube ich, einfach mal Salz. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir probieren es aus. Ich würde sagen, wir gehen langsam, weil wir kein Licht an unserem Roller haben. Ups. Ja. Wir haben einen Roller ausgeliehen. Die Familie, die sich um die Unterkunft kümmert. Und naja, es ist ein ganz altes, riesiges Ding und das funktioniert auch nicht mehr. Da müssen wir mal gucken, bis wir das austauschen. Guten Morgen. Wir gehen jetzt frühstücken. Wir haben unseren Roller getauscht. Oh! Ein Scoopy. Ja, ein neues bekommen. Weil der gestrige ja im Arsch war, hat eigentlich nicht funktioniert, deswegen haben wir das bekommen. Wir sind beim Oduvatu-Tempel. Ganz im Süden, ganz im Süden von Bali und genau, jetzt haben wir eine Kokosnuss geholt für 25.000. Probieren wir mal. Ja. Schmeckt das? Leider nicht kalt. Erste frische Kokosnuss meines Lebens. Gut, das schmeckt ja ganz anders. Ja? Ja. Wie schmeckt das denn in Deutschland? Nein, na, ich habe noch nie so Kokosnusswasser getrunken. Ich dachte, das schmeckt so wie Kokosmilch. So, wir sind jetzt im Uluwatu-Tempel. Er hat ja schon so einen Sarong angesprochen. Kriegt man am Eingang einfach kostenlos zur Verfügung gestellt. Hier gibt es Affen. Also muss man gut auf seine Sachen aufpassen. Bin gespannt, ob die Mütze dran bleibt. Die haben hier sogar Wi-Fi kostenlos. Richtig schick. Wir haben pro Person 50.000 bezahlt. Zwei Personen, also 100.000. Da ist ein Äpfel. Oh, tatsächlich.
Hallo. Ist eine Banane oder was ist das? Das ist keine Banane. Es gibt hier so einen File Dance. Ich weiß aber nicht, zu welchen Uhrzeiten der ist. Denk mal nicht jetzt. Tempel direkt auf den Klippen. Wow. Was für Wellen, ne? So werden die vertrieben. Jetzt geht's hoch zum Tempel. Das ist so schön. Da scheint der Tempel zu sein. Ist ja auch schon ein Äffchen. Aber richtig schöner Tempel, muss man sagen. Also schön auf der Klippe. Auf jeden Fall sehenswert. Ja, leider, also in den Teil, wo wirklich gebetet wird, darf man nicht rein. Da darf man nur rein, wenn man betet. So, ich kann euch das einmal durch das Gitter zeigen. Genau, ich bin mal so. Ein sehr, sehr schöner Ort, muss man auf jeden Fall besucht haben. Kommt hier sehr viel Eindrücke vom Tempel, vom Hinduismus. Hi, little friend. Weißt du jetzt, warum die weggerannt sind? Wie, er pinkelt gerade. Vielleicht war er deswegen so aggressiv. Ich glaube, das geht hier so endlos weiter. Das aussieht. Niemand da. Ein weißer Affe. Hallo kleiner Mann, warum bist du im Käfig? Hast du Angst? Da beißen gerne schon, ne? Schöne Affe. So, das war der Park. Sehen wir es an.
War ganz schön anstrengend. Aber war echt schön. Also sollte man gesehen haben, so eine schöne Aussicht. Der Tempel, die Affen. Ja, kaltes Wasser. Ja. Schön warmer Tag. Haben ein gutes Timing gehabt heute. Ist ja apropos sowieso Sommerzeit, also wo der Regen am wenigsten fällt. Top Wetter, freundliche Menschen, alle gut drauf. Tschüss. How much is it? 150. 150. Guck kurz, gefällt's dir? Ja, sieht irgendwie cool aus, ne? Ja, hat was. So, wir sind jetzt am Melati Beach. Gibt es Liegen, die gehören zu den Beachbars, die kann man bezahlen. Mal sehen, wie das Wasser hier ist. Oh, wow. Ja, es ist angenehm. Wenn die Sonne noch gut jetzt scheinen würde, gut. Oh. Was für ein schöner Ort. Richtig schöner Strand. Klares Wasser. Los, geh rein. Das ist eine Koralle. Ich glaube nicht, oder doch? Sieht aus wie eine Koralle. Sehr salzig. Nach wie vielen Jahren wieder mehr? 1,5 Jahren. Pantai Melasti. Was? Das heißt hier Pantai Melasti. Also Strand Melasti. Pantai. Pantai heißt wahrscheinlich Strand. Strand, ja. Plantage. Plantage wollte ich sagen, ja. Ganz schön wellig. Also hier kommt jetzt nicht so viel an. Man spürt da nicht so viel von, aber da hinten sieht man es. Ne? Also da sieht man auch, da wird ganz viel gerade gebaut. Also ich denke mal, in einem Jahr sieht der Strand nicht mehr so aus wie jetzt. Sehr schade ist, weil es ist ein wirklich schöner Strand. Da leben die noch. Tigerprawn, okay, hier leben sie noch. Oh Mann, die Arme, das tut mir immer so leid. Guck mal, was das für ein Fisch ist. Und den kann man essen. Ja. Es tut mir ein bisschen leid. Okay, hier. Oh, wir haben gerade beschlossen, wir essen wahrscheinlich Fisch. Der Boden ist ganz schön rutschig. Wow. Cool. Okay, dann müssen wir mal gleich sagen. Dann suchen wir mal einen Platz. So, wir haben einen Platz bekommen, mussten aber nochmal zurück. Hier bestellt man das Essen, sucht sich das aus. Da wird der Fisch gerade gegrillt. Und? Cool. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Schön Fisch essen.
glaube, ich mache die Aufnahme lieber mit Handy. So, hier sieht man das besser. Also wir sind, haben unseren Platz da direkt am Meer. Was haben wir bestellt? Was war das? War das eine Dorade? Nee, ne? Nein, ich weiß nicht, was das war. Irgendein riesiger Fisch. Nee, auch nicht. Können wir mal zeigen im Ausgang, wenn wir abhauen. Ja, ich hatte den, glaube ich, aufgenommen, aber ich weiß nicht, was das ist. Fisch, auf jeden Fall ein Kilogramm Fisch. Genau. Reis, genau. Und Salat. Reis, Mix Salat. Zu trinken haben wir Coke und Lemon Crush. Lemon Squash. Wir sind gespannt, mal sehen. Wir waren in diesem Café und wie fandest du es? Sehr, sehr lecker, sehr empfehlenswert. Also wirklich, wir haben 200.000 jetzt bezahlt. Das Essen war sehr gut, also Fisch und der Reis, die Soßen dazu und das Ambiente am Strand. Top, kann ich sehr empfehlen. Also wir sind im Supermarkt, wir haben einen Guava-Pudding gefunden, den probieren wir. Und hier gibt es Oreo Ice Cream, Red Velvet. Dark and White Chocolate, okay, das ist auch Chocolate Cream. Ja, Original. Oh, die gibt es ja auch noch in so klein. Auch cool. Die gab es in Deutschland auch. Ja? Okay, ist mir auch gefallen. Ich würde sagen, wir nehmen Ice Cream mit. Okay, probieren wir Ice Cream. Soft Pie, yummy. Coconut Chips. Popcorn with Cashews. Das klingt lecker. Das ist auch ganz schön teuer. Oh, Aschgum-Körner. Mit Geschmack. Körner mit Geschmack. Mit Geschmack ist ja irre. Grüner Tee. Du Scheiße, wie soll das denn schmecken? Ich weiß nicht, irgendwie will ich es nicht probieren. Nächster, lass was zu trinken mitnehmen. Ja. Und meistens ist es extrem süß. Ja, vielleicht nehmen wir einfach so einen Eistee. Mit Chukarum. Ja, so. Wahrscheinlich ist der mit Pfirsich, oder?